erholt, gut geschlafen, gut gefrühstückt, haben das Hotel auch schon ein bisschen ausgekundschaftet. Sehen, haben schönes Wetter heute. Wir fahren jetzt nach Dubai raus. Mit den Palmen. Ich würde ein Foto von Ihnen machen. Also wenn man jemand unkenntlich machen will, das ist Thank you.
Das von hinten. Und auf der linken Seite der Seville Park. Das Sheraton Hotel haben, da wissen wir, es ist ein S. Das kann sich jeder merken, wie das ausschaut. McDonald's wieder nachempfunden. Dubai Finanzzentrum ist dort untergebracht und dann daneben die Börse von Dubai. Hier auf der linken Seite sehen Sie nochmal sehr schön den höchsten Turm der Welt. Wie schon mal erwähnt. Alle 150 Meter gibt es dann eine Pumpstation dann auf dem Turm. So, meine Damen und Herren, das ist für mich hier eigentlich die schönste Stelle, wo man die ganze Architektur auf einen wirken lässt, wenn man hier steht. Und Sie sehen sehr schön, als man sich als dieses Gebäude ausgebaut wurde, hat man sich an die europäische Architektur orientiert von Gustav Eiffel. Weltausstellung in London 1854 war die ersten Gebäude, die Glaspaläste entstanden, und das sieht man dann hier sehr schön bei dieser Architektur. So, jetzt bitte ich Sie, die nächsten 10 Minuten bitte alle zusammen zu bleiben. Wir gehen jetzt geradeaus.
summer in LA. Ist es heute Sonntag? Ja. Ja, das Hochhaus ist heute schon der Höhe. Man sieht es genau. Welches denn? Welches Hochhaus meinen Sie denn? Ja, das höchste natürlich. Ich dachte hier. Ja. Ja? Ja? Hast du das gerade gemacht? Auf der rechten Seite sitzt der Platz. Ach, schön, dass Sie den auch mal erwähnen. Rechts hat Rock Café. Und das ist jetzt schon der Dubai Marina, diese. Wasserturm und hier sind wir, kommen da rein. Hier ist dann auch die größte Kuppel, soll dort in der Welt sein. Hat ein Durchmaß von 38 Meter. So, wenn Sie einmal hier schauen, jetzt haben wir ein wunderschönes Modell. Faserig ist wie so ein Zahnstocher, mehr oder weniger. Und da deswegen wächst oder baut man sie hier an. Fünfspurig, deswegen, ich sage immer zu den Gästen, wenn sie die Straße überqueren wollen, dann machen sie es mit dem Taxi. Weil wenn sie hier mal rüberlaufen, die Autos, die brettern hier über die Straße, ist dann lebensgefährlich. Aber es gibt keinen Stau. Aber hier gibt es keinen Stau, ja. Das kommt daher, weil die Leute Autos so schnell hier fahren. Sie müssen sich vorstellen, hier ungefähr ein Haus, wenn Sie hier ein Haus bauen, das kann sein, dass in vier verschiedenen Verträgen dann immer steht, dass das Haus 25 Jahre steht. Und so viel Geld hat, deswegen gibt es hier auch so viele Banken. Wir haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten 145 verschiedene Banken und die überwiegend natürlich alle hier in Abu Dhabi anzutreffen. Wie ich Ihnen schon vorgelesen habe, Abu Dhabi ist das Finanzzentrum eigentlich in der Region.
Grüße oder Wintergrüße oder Grüße zur Insel. Dort hat man ins Meer reingekarrt und dann dort eine Mall zu bauen. Und hier ist natürlich auch der schöne Strand, von dem ich vorgelesen habe, mit der wunderschönen Ausblick auf, nicht erklärt. Rot ist dann die Farbe der Märtyrer, die im Islam gestorben sind, des Blutes. Weiß ist dann die Farbe des Friedens. Grün die Farbe des Paradieses oder des Islams. Und schwarz natürlich dann für Konservativität. Genauso würde man sagen, glaube ich, ja. German bed in Frankfurt? No. No, Bamberg. Bamberg. Gracias.
Wir sprechen jetzt von einer Hochkultur, von einer Zivilisation, weil die Menschen haben damals schon ihre Toten beerdigt, ihre Todesbestattung zum Beispiel und auch irgendwelche Karaffen mit Essen drin. Und die Sumer, die kamen ursprünglich dann aus Mesopotamien, aus Bagdad, aus dieser Region. Und sie kamen dann hier in diese Gegend, haben sich hier niedergelassen. Sie haben zum Beispiel auch das Töpferrad empfunden, dann zum Beispiel auch Bier gebraut. Und sie haben sich dann überwiegend dann von Brot und auch von Datteln und von dem Fisch dann ernährt gehabt. Das weiß man 2000 Jahre vor Christi Geburt. Und das ist wie gesagt das Showpiece der Nation, weil die Emiratis sind sehr stolz auf dieses Stück. Weil welches Land auf der Welt kann schon sagen, dass sie vor 2000 Jahren vor Christi Geburt schon eine Zivilisation hatten? Begründet, dass man diese Gazelle wieder wild aussetzt. Die haben das Tier sehr respektiert und auch sehr geliebt. Und wenn sie in irgendeine Schatzkammer gehen, zum Beispiel in Wien, in der Hofburg, da gibt es dann zum Beispiel auch ein Einhorn zum Anschauen, weil zur damaligen Zeit war das was ganz Besonderes. Und wir danken dir für diese Runde hier. Gut, und wir danken dir für diesen Schnaps. Oh, das war dann. Wow, super, danke. Was verkürzt aber das neue Gelände? Alles vom Feinsten. Ja. Alles vom Feinsten. Wie heißt die Mall? Keine Ahnung. Allen Mall? Allen. Komplex war eine Moslems dem Mohammed gefragt, wie kann ich das machen, ich habe kein Geld, wie kann ich nach, wie geht das? Ich möchte auch ins Paradies kommen, ich habe auch kein Geld nach Mekka hinzufahren. Dann hat der Prophet Mohammed gesagt, wenn man fleißig die Ziffer betet, dann geht das eventuell wie die Wallfahrt nach Mekka. Thank you.
Und sie haben zuerst den Bel Arab ermordet und anschließend, als der tot war, haben die Tiere. Reingehen haben sie oben an der Decke Koran-Ornamente. Und wenn Sie sich den Raum auf der anderen Seite anschauen, das wäre eine Bibliothek gewesen, weil wie schon mal erwähnt, dieses war auch ein. Und dass sie in die Palme hineinsteigen und das ist dann der Sitz. Das ist der Sitz. Da sitzen die dann drinnen, genau. Sie müssen sich da vorstellen, es kommt noch ein Band da drum oder ein Tau da drum. Und die Palme hat ja Schuppen, wie Schuppen. Und da steckt man dann einfach über eine von diesen Schuppen von der Palme und setzt sich dann dort rein und dementsprechend hat man dann Halt und man kann die Palme in Ruhe dann beschreiben. Hat man dann anschließend auch angefangen, denn die Portugiesen zu bekämpfen. Sie haben ja 150 Jahre lang. Aber nur mich ein bisschen oben. Nie quer bitte. Jetzt muss ich es wieder. Der Kopf ist drauf, das reicht. Mit einer Art Stein, um einen Balkon zu machen. Frauen, die fahren total darauf ab. Genau. Wir ziehen das an. Möchtest du mal probieren? Das ist doch schwer. Das ist so, lala, ist nicht so schwer. Aber hier ist dann die Kartusche kann man aufmachen und da kommt dann ein Koranblatt rein oder auch Weihrauch. Der Koran soll natürlich schützen. Vor was soll der schützen? Das Das ist einmalig. Die Moschee ist auf der Welt einmalig. Einmalig? Ja, ist einmalig. So Moschee siehst du nie mehr. Aus allen ihren Ländern wieder. Und hier oben, das ist jetzt die schwerste Technik überhaupt herzustellen, dass nochmal diese Pilger das Dach auch zufahren im Sommer. Sehen Sie, das ein Riss. Hallo Stefan.
Das ist auch mein Fall. Der Karl Elmer, der stellt sich immer vor die Kulisse. Wenn er weiters gesehen kommt, dann würde er dann hier aus dieser Tür rausschauen. Rauskommen. Das sehen Sie ja, wenn Sie ein Stück weiter vorgehen. Und das tun wir nicht irgendwo. Muscathafen. Thank you.
Zubriya, Zubriya. Zubriya, 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 Zubriya. Zubriya, Zubriya. Wir sind angelandet, ja. Und das ist jetzt hier vorne. Und das wird gleich verhögert. Das sind die Händler. Ja. Und die kamen. Haben sich der europäischen Welt angeschlossen. Der Samstag ist ja ein jüdischer Tag. Ich habe Angst, ja. Ja, und. Da haben wir den Turm nicht. Womensroom. Aber so viele Menge Fische drin sind, ne? Das ist so wahre Gabe, ich glaube, und dann draufkriegt. Wir kriegen aber alle nach Bayreuth hin, ne? Die Güte getrennt. Er hat mich verstoßen. Ja? Ein Traum. Und verspürt nicht so viel Platz. Ja. Wird es hiermit abgerechnet, ja. Weil es ist ganz klar, dass das alles zusammen. Ja. Darum haben sie auch gestern den Herrn Brei in das nächste Hotel gebracht, da ist es eine sogenannte Klinik. Ah, ja, sag ja, mal, ja. Was hat er denn eigentlich? Aqualle. Aqualle hat nicht. Das riecht so nach. Aber das nach Petunie oder das ist irgendwas, was ich gern mag. Ja, also das riecht gut. Das ist thank you.
Und jetzt, ja, was ist es? It's the best. And watch, come on. Yeah. It's more. Yeah, this is made in Oman. Yeah. Which is very good. It is more aromatic. And this is made of gold. The upper part is made of gold, and it's made of French crystal. Yes, so it's one a of the best perfume in the world. Best of the perfume in the world. Yeah. Yeah. And the price is? The price is 65. And then perfume? 65 real, yeah. For the woman. Yes, we take it for woman and, yeah. And one for men. Men. Yes. Yeah. But we come back. Yeah. Yes. What is for men is the price? One for woman is 135 royal, Perfume. Perfume. 270 Euro.